Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu God of War. Okay, wir sind kurz davor, zu dem Berg zurückzukehren. Zu Hause? Nee. Vaedergard, Rat der Valkyren, Nothri-Klamm. Eingang zu Fafnirs Lagerraum? Nee, Steinfall. Ach, zum Gipfel ausgerechnet? Da kann ich nicht hin. Ach, na toll. Ah. Ja, okay. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt per Schnellreise zum Gipfel zurück, aber das wird mir wohl nicht gestattet. Na gut. Tja. Jetzt haben wir bereits die schwarze Rune erlangt. Wir haben die, was hatten wir denn noch gebraucht? Ach ja, den Meißel, stimmt. Diese Sachen haben wir jetzt bereits gesammelt. Ja, mit anderen Worten, wir sind bereit. Ich sage Sindri, dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Genau. Man sollte es nicht überall rum erzählen. Das wäre nicht clever. Dass Kratos es ihm endlich erzählt hat, ist okay. Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keine Sorge. Na nun? Na, Junge, aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott! Ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's. Alter. Vergiss es. Come on. Familiensache. Ich kann euch einiges über Familien erzählen. Oh! Lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent. Und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Oh, oh. Verstehe. Ja. Schlechtes Wir Wetter. Haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Oh, oh. Oh, oh. Sag nicht, er beschwört den Sturm durch seine Launen. Na gut. Fällt euch das nicht auf? Hallo? Fällt euch das nicht auf? Sehen wir uns euer Zeug an. Davon abgesehen scheint Ihnen das Gott-Dasein doch ein bisschen zu Kopf zu steigen. Alter, ist es keinem außer mir aufgefallen, dass als er wütend wurde, plötzlich das Wetter umgeschlagen hat. Das ist doch ein zu krasser Zufall, oder nicht? Oh, schön, dass ich doch noch nützlich bin. Ich kann wohl nicht weiter. Alles gut, nicht deine Schuld. Hexe, Seite, Flieger! Jau! Jawohl! Alles klar! Ein Schlag hat schon ausgereicht. Alter.
Boah, der Typ war ja in einem richtigen Effektfeuerwerk gefangen. Dachten die, dass wir uns aufhalten? Alles klar, wo geht's hoch? Jetzt schlägt der Charakter des Jungen gerade um. Weißt du, langsam zweifle ich an Sindris Können. Vielleicht hatte Brock doch recht. Was ist schon wieder kaputt? Ach, meinst du hier dieses... Der Aufzug, der uns nach oben bringen soll, oder was? Ha. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das Zeug hier weg? Von hier aus vielleicht was sichtbar? Nee. Irgendwo muss doch eine Möglichkeit existieren, da ranzukommen. Aha! Da ist das verdammte Ding. Habe ich's doch gewusst. Und ganz ehrlich, als der Atreus, als der doch bewusstlos geworden ist, also als er schwer krank war, da schlug auch das Wetter plötzlich um. Also ist das vielleicht seine Fähigkeit? Wetterbeeinflussung? Die Naturgewalten kontrollieren? Das wäre krass, ey. Dann könnte er den anderen nordischen Göttern echte Konkurrenz machen. Gerade dem Tor. Fester Stahl, Symbol der Wahrheit. Upsa. Nein, 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 nein. Raus, 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 raus. Oh. Ich wollte doch nicht den Runenangriff einsetzen, verdammt. Siegel der Waffe, legendärer Zauber, Zuwachsrate von Permafrost oder Verbrennung um 7% erhöhen. Oi. Nicht übel. Okay, sehr gut. Aber denk dran, Atreus, ne? Auch Götter sind nicht unsterblich. Das sollte dir eine Lehre sein, nach dem, was dein Vater mit dem einen angestellt hat. Ich habe seinen Namen vergessen. Was haben wir hier? Ah, nö. Hier habe ich scheinbar schon alles. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich da nicht gerade eben da hinten etwas gehört? Einen Gegner? Ah, schade. Ich dachte zuerst, es könnte zwar zum einen ein Gegner sein, es könnte aber auch ein Rabe von Odin gewesen sein. Habe ich für kurze Zeit gedacht. Scheinbar doch nicht. Ah. Mist. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen. Ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Gute. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie Unrecht hatte. Oh je, Kratos, definitiv, Kratos wird, es wird nicht lange dauern, bis Kratos seine Wahl bereuen wird.
dass er ihm seinen vom Gottsein verraten hat. Ich meine, klar, einerseits hat es ihm das Leben gerettet, aber andererseits bestimmt es jetzt gerade seinen Charakter. Bis zum geht nicht mehr. So. Gab es hier sonst noch irgendwas? Nee, hier hatte ich schon alles. Okay. So. So. Das ist eben auch die Sache mit Wahrheit. Der Junge denkt, Wahrheit ist ausnahmslos gut, aber es ist auch wichtig, die Gefühle von anderen zu berücksichtigen. Wenn man jedem einfach nur die Wahrheit rauspfeffert, wenn man einfach mal die ganze Zeit die Wahrheit rauspfeffert, dann macht man sich alle zum Feind. Nein. Warum nicht? Wir sind fast da. Ich schaffe das schon. Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Sehr gut. Kratos fängt schon an, gegenzulenken. Das finde ich gut. Leichter Runenangriff, ein leichter Feuerenergiestoß oder schneller, der leichten Brandschaden verursacht. Hephaistos-Schuss. Boah, nö. Nö, danke. Ah, da war noch eine Kammer. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, wobei, sollte ich sie vielleicht schon freischalten? Nee, muss ich nicht. Hier in der Nähe ist ja bereits eine Schnellreisestation. Passt schon. Notfalls kann ich dann auch dorthin gehen. Aber irgendwie kann ich nicht glauben, dass jetzt schon das Ende des Spiels erreicht sein könnte. Weil ich meine, meine Chaosklingen sind noch nicht mal annähernd aufgebessert. Wie die Leviathan-Axt, deswegen. Aber Schaden machen sie alle mal. Ach du Scheiße. Bam! Vorsicht! Hinter dir! Hinter dir, Bruder! Nice! So, ist gut jetzt? Langsam reicht es! Ja, das fand ich jetzt auch schon nervig, um ehrlich zu sein. Mimir, wenn du die ganze Zeit wusstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jötunheim gelangen will oder so? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Wow. Vorher konnte er gar nicht genug von diesen Geschichten haben, aber seit er weiß, dass er ein Gott ist, hält er das sogar für nicht mehr wissenswert. Wo ist der Atreus hin, den ich lieben gelernt habe das ganze Spiel über? Jetzt entwickelt er sich wirklich zum Negativen. Aber da Kratos in seinen Erziehungsmethoden auch dazu gelernt hat, gehe ich mal stark davon aus, er wird da schon Maßnahmen ergreifen können, um dem Jungen den Kopf reinzuwaschen. Nanu? Ah.
Bestiarium aktualisiert. Wenn Vater seine Axt auf Nachtmare wirft, kommen sie weiter herunter. Dann kann er sie mit Nahkampfangriffen ausschalten. Sie schauen nach oben, bevor sie ihr Eisgeschoss abwerfen. Also sollten wir dann besser aus dem Weg gehen oder sie mit Vaters Axt treffen. Oder meinen Pfeilen. War da noch irgendwas? Nein. Aber der Aufzug, mit dem ich vorher zum Gipfel hochgegangen bin, der ist doch kaputt. Wie soll ich denn da... Wow. Wie soll ich denn jetzt sonst dort hochkommen? Daran war bestimmt auch Odin schuld. Letzter Versuch. Täusche ich mich gerade oder gewittert es draußen auch tatsächlich? Irgendetwas ist da draußen... gerade passiert. Sogar der Boden hat leicht vibriert. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung, was das gewesen ist, aber... Du und Mutter meintet immer, alle Götter sind böse. Aber wir sind es nicht. Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. Ah. Der Junge sollte sich mal ins Gedächtnis rufen, dass eben Götter sterblich sein können. Das hat Kratos ihm ja ganz eindeutig bewiesen. Deswegen, Junge, werd nicht übermütig. Auch wenn du ein Gott bist, heißt das noch lange nicht, dass du sofort jedem Gegner überlegen bist. Theoretisch wäre es auch für einen Menschen möglich, dich zu töten, wenn er sich clever genug anstellt. Und die richtigen Methoden findet. Okay. Wow! Wow! Tadelte mich! Mich! Für deinen Mord an Magni! Mein eigener Vater nannte mich feige! Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab! Sonst bringen wir das zu Ende! Ich bring dich um! Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Alter. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Ey. Der Junge. Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Weil ich es bereits getan... deine Zunge. Verstanden? Von mir aus... Ah, scheiße. Toll. Sein Körper kann jetzt nicht mehr durch die Krankheit vergiftet werden, aber seine Persönlichkeit ist jetzt unausstehlich geworden. Noch nicht mal Kratos kann ihm jetzt noch sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Der hört auf gar keinen mehr und das ist scheiße. Das ist jetzt ganz schlecht. Wenn das so weitergeht, dann entzweien die beiden sich am Ende sogar noch. Von mir aus.
Jetzt heißt es schon von mir aus, anstatt okay. Ah, Atreus. Warum? Warum? Werde nicht übermütig, Junge. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut, ich habe was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst, weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Er wird sich sowas von in den Kampf reinzwängen, ich sehe es schon. Ohne Scheiß, wenn es so weitergeht, dann... Doch nicht. What the fuck? Wieso konnte ich dem keinen Schaden machen? Nice. Pech gehabt. Wer sich mit Göttern anlegt? Gott, der Kleine, der wird jetzt wirklich eine kleine Nervensäge. Eine göttliche Nervensäge. Oh ja, dieser Raum. Aber wie kommen wir rauf? Einen neuen Weg zum Gipfel finden, ja. Atreus? Ich drücke Viereck. Atreus. Wieso schießt er nicht? Atreus schießt nicht mehr. Sag mal. Der Junge schießt nicht mehr auf meinen Befehl. Hast du dein Training vergessen? Oh, meinst du mich? Mir gefällt mein Ton nicht. Ey. Überspann den Bogen nicht. Und damit meine ich nicht den auf deinen Rücken. Ah, jetzt hört er wieder. What the fuck? Was haben wir denn hier? Ah, ein Artefakt. Das vorletzte seiner Art. Fester Stahl. Nice. Ja, stimmt. Der Wagen, der... Den haben wir ja dazu benutzt, um nach oben zu gelangen. Ist jetzt halt echt die Frage, wie kommen wir jetzt hoch? Da ist noch eine Walküre, die wir herausfordern könnten. Oh! Hallo! Weiter zum Gipfel gehen. Ob der Aufzug uns ganz nach oben bringt? Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Du musst mich Dinge lehren. Du beherzigst meine Lehren nicht.
Ich habe alles getan, was du wolltest. Und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen? Wozu verstecken? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Ja, Kratos. Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. So ein Quatsch. Ich wette, du weißt nach wie vor nicht genug. Es wird bestimmt noch einige Sachen geben, die dir in den Arsch beißen, wenn du sie nicht weißt. Gott, er ist jetzt echt... Er ist jetzt so richtig zu einem MTV-Kind geworden. Ja, ich weiß alles, ich kann alles, ich mache alles. Ich brauche nichts und niemanden mehr, der mir Vorschriften zu machen hat. Nur weil ich ein Gott bin. Du hast ganz offensichtlich falsche Vorstellungen von Göttern. Junge! Von Göttern. Ach Gott. Alter! Er hat sich schon vorher zu leicht von seinen Gefühlen beherrschen lassen. Schon vorher bei den Kämpfen und jetzt noch umso mehr. Es ist einfach nur schlimmer geworden. So, siehst du? Da brauchst du noch meine Hilfe, um da hochzukommen. Hä? Kannst ja doch nicht alles. Meine Fresse. Zugegeben, ich habe dich natürlich auch gebraucht, um da hochzukommen. Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Ah, tatsächlich. Gut, erzählt mal. Von mir aus. Na? Du sollst dahin zielen, Atreus. Was machst du? Komm schon. Und da. Das wäre wahrscheinlich für einen Kampf nützlich gewesen. Junge. Er nur... Gar nicht mehr so, yay, eine weitere Schatzkarte. Eher so... Meine Güte. So, jetzt muss ich wieder einen Ort finden. Aha. Wow. Wow. Kann ich das irgendwo hinstellen oder muss es an einen bestimmten Ort? Na, scheinbar überall hin. Probier mal was.
Jawohl. Vielleicht ist da oben ja etwas. Nee, doch nicht. Aber wohin könnte das dann gehören? Wohin kann ich den Wind noch transportieren? Tja. Vielleicht muss das Zeug in diese Richtung. Ist hier irgendwo was, wo man den Wind speichern kann? Sehe ich nichts von. Erst einmal muss ich dorthin zurück und mir noch einmal diese Schrift an der Wand angucken. Und danach schauen wir mal, wohin der Wind eigentlich gehört. Ich sehe hier oben zumindest gar nichts. Nur das hier, aber das ist wahrscheinlich für einen Kampf, der hier bald stattfindet. Was steht da? Da steht: Wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine Kostprobe? Ich habe es wirklich satt, dass man mir sagt, was man tun soll, was ich tun soll. Na? Oh Scheiße, ich würde ihn nur zu gerne. Ich würde ihn nur zu gerne mal alleine gegen so ein Tief kämpfen lassen. Damit er endlich mal lernt, dass er nicht allmächtig ist. Kratos, willst du nicht langsam einschreiten? Was heißt hier langsam? Es ist eigentlich schon überfällig. Aha, da ist ja was. Wusste ich's doch. Und zack. Sehr schön. Schwerer Runenangriff, gewaltiger Schlag, Hyperions Schlag, der eine zerstörerische Explosion auslöst. Auch nicht schlecht. Ist er so ähnlich wie Tartarus Rage, nur halt mit einem Schlag statt zwei. Da bleibe ich lieber erstmal bei dem Angriff, den ich habe. Passt schon. So. Wäre das auch erledigt? Dann kann ich ja jetzt weitergehen. Schauen wir mal. Da fällt mir auch ein, ich habe verdammt lange nicht mehr gespeichert. Guckt euch das mal an. Der letzte Speicherpunkt war bei der Northree-Festung.
wie viele Parts das schon her ist. Manuell gespeichert habe ich echt lange nicht mehr. Hätte ich eigentlich nach jedem Part machen müssen. Meine Fresse. Alter. Es geht. Hallo? Irgendetwas. Wie wäre es mit einem taktischen Rückzug? Rechts von dir! Ganz ehrlich, taktischer Rückzug habe ich nichts gegen. War das ein Tipp von dem Spiel, dass ich den Kampf nicht gewinnen kann, oder was ist los? Ich weiß es nicht. Ich treffe den halt auch gar nicht. Ich kann den gar nicht treffen. Was soll denn das? Du musst dich heilen. Ach du Scheiße. Jetzt sehe ich das erst. Ich muss ihn hier durch die Gegend locken. Alles klar. Alter, macht das Damage. Ah, ja klar, ey. Mein Fehler, Leute. Nein! Doch nicht den Runenangriff, Idiot! Scheiße! Das hat ihn überhaupt nicht erwischt. What? Wie hat er mich denn von da aus getroffen? So ein Quatsch. Erwischt. Okay. So. Atreus, du hast echt Schwein, dass diese Dinger hier hangen. Vergessenen Herz. Frostsiegel des Fokus. Resistenz gegen Frostangriffe um 20%. Vergessenen Trümmer. Fester Stahl. Hacksilber. Okay. Was ist dahinter? Ach, schade, ich dachte ein Andenken. Das hätte jetzt gepasst. Ah! Okay, an der Stelle ist das tatsächlich perfekt. Ich gucke aber nochmal mit dem Harz, ob es nicht noch andere Stellen gibt, die sich lohnenswerterweise mit diesem Kleister einschmieren lassen.
Oh, da habe ich es fallen lassen. Von mir aus. Ah, yes! Artefakt-Set komplett. Nice. Wissen hinzugefügt. Neue Schriftrolle. Es ist vollbracht. Asgards Befestigung ist undurchdringbar. Nur die Zugänge, die Odin kontrolliert, sind nicht versperrt. Die Plage der Toten wird uns nicht erreichen, auch wenn wir die Warnen nicht fürchten. Der edle Thor muss davon erfahren, denn seine Zeit naht in Alfathers Plan. Der Rabenwächter. Ha. Ah. Ich wusste gar nicht, ob es da jetzt weitergeht oder nicht. Alles klar. Mythischer Kriegsgürtel der Klarheit. Begünstigt Abklingzeit. Oh, nett. Kann man nicht anders sagen. Nett. Gut. Aber ich fürchte, großartig mehr wird jetzt auch nicht zu tun sein, oder? Ach ja. Ach, jetzt nimmt das auf einmal mit nach oben. Hä? Guck mal. Wenn du so mächtig bist, warum klammerst du dich noch an meinen Rücken, wenn ich hier drüber laufe? Kannst du doch selber. Entschuldigung, ey. Ich bin jetzt mit dem Kleinen echt auf Krawall gebürstet. Die Tatsache, dass er ein Gott ist, dass er das weiß, seitdem hat sich sein Charakter so negativ entwickelt. Mythische Schulterrüstung der Klarheit. Armschienen verstärkt mit geschichtetem poliertem Stahl. Unbekannter Herkunft. Der Brustschild ist sogar besser als der, den ich habe. Also zumindest von der Stufe her. Was mir sogar zeigt, dass ich das, was ich anhabe, langsam verbessern sollte. Aber dafür müsste ich nach Mispelheim. Oh. Hallo. Hi. Ich wusste gar nicht, dass ihr vorbeikommt. Oh, schön, dass ich doch noch nützlich bin. Eieiei. Oh. Wolltest du was sagen? Ja, auch Sindri ist jetzt echt auf Krawall gebürstet. Kann ich ihm nicht verdenken. So, Clownbogen ist jetzt, denke ich mal, maximal verbessert, oder? Ja. Also noch etwas für dich? Brustrüstung, na, Hüftrüstung, na. Verkaufen. Ja, die Brustrüstung brauche ich, die Hüftrüstung meine ich, die brauche ich nicht. Die verzierten Becher, weg damit. Ressourcen? Ne, die behalte ich alle. Okay. Gut, Leute. Irgendwie habe ich das Gefühl, hinter diesem Tor wartet etwas Wichtiges auf uns. Vor allen Dingen, weil hier uns noch einmal... alles stehen und liegen. Vor allen Dingen, weil uns hier nochmal die letzte Gelegenheit gegeben wird, uns auszustatten. Irgendwie habe ich das Gefühl, hinter diesem Tor wartet ein wichtiger Kampf. Denn ich glaube, wir sind auch so gut wie am Gipfel. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle. Danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich auch zum nächsten Mal. Bis dahin!